19 Uhr. Geisteskranke haben die Werkstatt vom Nikolaus überfallen. Innen die Nacht, als das Rentier starb. Also den können Sie doch nicht bringen. Das Ding sieht aus wie eine Weihnachtssondersendung der Menschenfamilie. Frank Cross ist mehr als nur der jüngste Präsident eines Fernsehsenders, den es je gab. Die Sicherheitsbeamten sollen seinen Schreibtisch ausräumen und ihn rauswerfen. Er ist gefeuert? Aber es ist doch Weihnachten. Ich danke Ihnen. Rufen Sie die Buchhaltung an, Gratifikation sperren. Vorsicht! Er ist ein fürsorglicher Chef. Danke, meine holde Schwester. Ich kann das Geweih nicht an den kleinen Burschen ankleben. Hab schon mit Sekundenkleber versucht. Habt ihr es mit einem Tacker versucht? Aber plötzlich ändert sich sein Leben. Du wirst Besuch bekommen von 3 Geistern. Morgen zur Mittagszeit. Oh je, morgen passt mir nicht, Lou. Wie es aussieht, ist die ganze Woche schon voll. Autsch. Jeder, der glaubt, dass Frank Weihnachten nicht mag, liegt falsch. Es sind die Geister, die er nicht mag. Ah, der gefällt mir besonders. Hallo, Frank. Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Ein Toter. An einem noch bekloppteren Tag kann ich mich nicht erinnern. Er hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass sie wirklich kommen. Bill Murray in Die Geister, die ich rief. Na, bleib zurück, Mann. Das wirkt vielleicht bei den Tussis, aber nicht bei mir.